herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind bei Tim, NG Motorsports. Hi. Und zwar haben wir uns überlegt, da wir ja möglichst viel Abwechslung bringen wollen und das schöne Wetter noch ein bisschen genießen und bei allen anderen Projekten gerade noch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Baustopp ist, aber wir sind gerade an ein paar Zwischenarbeiten, die einfach ein bisschen Zeit brauchen. Deswegen gibt es heute mal ganz was Neues auf diesem Channel und zwar eine Corvette ZR1. So Tim, erzähl mal, du hast das Auto ja schon lange, weil ich weiß noch, als das Race 1000 noch nicht in Magdeburg war, sondern noch in Neu-Hardenberg war, als es so in den ersten Zügen war, da hat es das Auto schon, ne? Ja. Ja, wie man sogar sieht. Ich wollte gerade sagen, der klassische Aufkleber ist noch drauf. Ne? Ist noch drauf, ja. Das heißt, das müssen ja theoretisch 5 Jahre sein? Ja, knapp 5 Jahre. Krass. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Auto so lange gehabt. Mhm. Ja. Man muss dazu sagen, in dem Auto steckt eigentlich viel, viel, viel mehr Technik, als die meisten Leute jetzt denken würden, wenn wir über eine Corvette sprechen. So, das heißt, das geht schon los, Carbondach? Es sind viele Carbonteile. Der Kotflügel oder die Kotflügel vorne, die Haube, können wir gleich mal aufmachen, die Haube ist komplett voll Carbon. Bei dieser ZR1 haben sie sich halt damals schon ein bisschen Mühe gegeben. So, als Upgrade zu der normalen Z06. Mhm. Das heißt, Tür nicht? Tür nicht und hinten auch nicht und Heckklappe auch nicht. Okay. Die haben halt damals, so war zumindest so die Idee, dadurch, dass der Motor ja einen Kompressor gekriegt hat, haben die halt eine Menge Gewicht vorne reingepackt. Mhm. Und um die Gewichtsverteilung so ein bisschen auszubalancieren, haben sie sich versucht, vorne Mühe zu geben, viel vorne Carbon gemacht. Interessantes Thema, du sagst Gewichtsverteilung. Ja. Habe ich jetzt nämlich gar nicht mehr drüber nachgedacht, aber ich habe tatsächlich die Wagen mit, wie das Ding jetzt alles ist. Ja. Schätze? 1460. 1501. Echt? Ja. Okay, ja. So, allerdings, das muss man dazu sagen, natürlich ist das hier wieder nicht top eben. Ne? Also links, rechts würde ich jetzt nicht nachgehen. Aber vorne zu hinten 52 zu 57. So, ne? Also die ist schon wirklich von der Gewichtsverteilung her sehr nahe an dem Optimum. Ne? Ja. Deswegen. Das ja, ist ich glaube, die Z06, also mit dem Saugmotor, die hat halt genau 50-50. Mhm. Und hier ist halt durch den Kompressor, Ladeluft und so, ist die ein ganz bisschen frontlastiger geworden. Tank gerade voll leer, wie viel Liter gehen da rein? Ich glaube 70, 65, 70 oder weil so. Weil es ist nämlich relativ viel, ne? Ja. Aber leer davon? Also, nee, ist gerade ein Viertel nur noch drin. Viertel, also okay. Ist typische Viertelfahrer, ich meine, machen ja die meisten. aber die hat den Tank vorne oder hinten? Die hat zwei Tanks tatsächlich hinten. Die hat einen Tank hinten links, einen hinten rechts. Ah, ja. Eine Ausgleichspumpe, okay. Die das Level permanent ausgleicht. Das heißt, traktionsmäßig wahrscheinlich sogar fast besser, wenn es ein bisschen voller ist, ne? Ja. So, okay. Ja, das hätten wir schon mal erklärt. 1500 Kilo. Jetzt geht's weiter. Technik. Wir haben schon gesagt, Carbon. Ist aber ein ganz normales Stahlchassis noch. Nee, ist ein Aluminiumchassis. Aluminiumchassis. Aluminium und halt sehr viel GFK und so, ne? Also viel Kunststoff. Aber das ist alles? Alles Kunststoff. Alles. Stimmt. Egal, wo du hier klopfst, ist alles Kunststoff. Alles Kunststoff, okay. Jetzt die nächste Sache. Keramikbremsen vorne hinten. Was ja für die Zeit damals auch schon fortschrittlich war, ne? Ja, das ist eine 2012er. Und das ist quasi die Brembo-Anlage, die haben sie, glaube ich, damals aus dem Ferrari Enzo so übernommen. Und, das war natürlich und Corvette draufgeschrieben. Und dann Corvette draufgeschrieben. Aber es war halt schon eine Ansage damals, ne, dass sie dann so eine Bremse da reinstecken. So, okay, die Basics. Das heißt, wir haben vorne V8 Kompressor. Mhm. Hubraum? 6,2 Liter. Mhm. Gibt's da zu lachen? Find ich gut. Find's gut. Ne? Passt zu der Oberarm. Ja, 6,2 Liter. Kompressor. Ja. Aber Getriebe hinten? Ja.
Das ist, glaube ich, die erste Corvette, die das hatte, oder? Nee, die C5 hatte das auch schon. Ja, die hatten das auch alle schon? Die hatte das auch schon, ja. Ich dachte immer, das hätte nur die Z1 gehabt. Mit der C5 haben sie eigentlich damals angefangen, Sportwagen zu bauen. Mhm. Alles vorher hat nicht richtig funktioniert und die C5 war damals das erste, wo alle so ein bisschen die Augenbrauen hochziehen mussten. Ja, ja, ja. Okay, das Ding fährt tatsächlich auch. Und mit der C6 sind sie dann ja richtig erfolgreich geworden. Getriebe hinten, Hinterachskonstruktion dazu, auch schon einigermaßen modern oder noch so richtig? Modern. Einzelrad, was sie allerdings hat, die hat tatsächlich eine Blattfeder hinten, so eine Fiberglas-Blattfeder, wo man dann denkt, ja, Steinzeittechnik, aber es funktioniert halt einfach. Es funktioniert bombastisch. Hat das Ding irgendwie so ESP, Traktionskontrolle oder irgendwas? Hat es, aber ich sag mal, verglichen mit modernen Autos ist das so Steinzeittechnik. Also vom Regeln her, meistens ist es schon zu spät. Also wenn das Ding eingreift, dann es sei denn, du hast so 5 Stufen. Du kannst dir also auch auf Regenmodus stellen. Wenn du im Regenmodus fährst, da kannst du durch eine Kurve mit Vollgas durchfahren, da passiert gar nichts. Aber ansonsten, wenn du so ein bisschen auf Sportmodus fährst, da musst du halt wissen, was du tust. Felgen original? Das ist original, ja. 315er Pellen hinten? Ja, war original mal ein 335er. Noch breiter? Ja, Michelin Pilot Sport. Der hat aber überhaupt, also entweder war er zu alt, der war glaube ich 3 Jahre alt, als ich den gefahren habe. Und da ist sie mit, ich sage ungefähr so 170, 180 ist sie noch quer gegangen hinten. Krass. Und dann war halt klar, da muss ein Semislick drauf, weil sonst funktioniert es nicht. Mhm. Ja, dezente 4 Rohre hinten. Das aber original in Carbon? Nee, das ist nachgerüstet. Das ist nachgerüstet, und der wahrscheinlich auch, ne? Der ist auch, die hat original den Heckspoiler, aber der ist nicht ganz so hoch wie der jetzt hier. Okay. Ja, krass. Ja, man darf halt nicht vergessen, über 6 Liter Hubraum, Heckantrieb, Getriebe hinten bei 1500 Kilo ist halt schon eine Ansage, ne? Wie viel PS? Die hat ab Werk 640. Ab mal, Werk. Mal gehabt. So, deswegen sind wir nämlich hier. Jetzt gerade ist das Ding schon ein bisschen getuned, ja. Aber du legst jetzt erst richtig los. Ja, ja. Ich würde sagen, wir gucken mal vorne rein. Man sieht auch so schon, dass der V8... Wenn man so guckt, wo das Rad sitzt, der sitzt ja mit dem Motor auch schon hinter der Achse. Nicht weit hinten. Also genau. dieser Kompressordeckel hier oben, man sieht das hier, der läuft also tatsächlich bis hier hinten unter den Wasserkasten. Die haben sich schon Mühe gegeben, das Ding möglichst weit nach hinten zu schieben. Und so kommt man auch auf diese 50-50 Verteilung. Ja. Ne? Okay, ja, V8 Kompressor, was ist jetzt schon alles gemacht? Hier sieht man halt aus den guten alten Zeiten. Da ist ein Lachgassystem irgendwann reingekommen. Das war aber nicht der erste Schritt. Der erste Schritt war, ich glaube, da hatte ich das Auto ein halbes Jahr. Ist hier vorne alles rausgekommen. Der Block ist original geblieben, weil in der Z1 ist ein sehr, sehr geiler Block drin. Die hat schon Titanpleuel, Schmiedekolben. Also selbst die Amerikaner machen mit dem Block so 1300 PS und das funktioniert. Krass. Deswegen Block so gelassen, Köpfe gemacht. Bei uns, den Kompressor komplett geportet von innen, das heißt die ganzen Luftführungskanäle geändert, Ladeluftsystem ist ein ganz großes reingekommen, Nockenwelle, deswegen hört sie sich halt im Leerlauf auch schon so ein bisschen rumpelt an, Kompressor, Riemenrad ein bisschen schneller, hier der ganze vordere Bereich, wo die Drosselklappe dran sitzt, das ganze Gehäuse ist neu. Die Drosselklappe sieht auch irgendwie größer aus? Die Drosselklappe war mal eine 87er, jetzt ist es eine 102, also ist schon sportlich. So, bin nur relativ konservativ mit der Riemenscheibe vom Kompressor geblieben, weil das Kühlsystem recht schnell überfordert ist. Mhm. Das heißt, ich fahre jetzt ungefähr 0,9 bar Ladedruck. Mhm. Ab Werk waren das, glaube ich, 0,65 oder so. Mhm. Also vom Ladedruck her gar nicht so wahnsinnig viel mehr geworden. Mhm. Nennt man das beim Kompressor auch Ladedruck? Ja. Okay. Ist immer, also es ist ja theoretisch egal, wie die Luft in den Motor reingedrückt wird, ne? Ob sie jetzt durch den Kompressor oder durch den Turbolader reingedrückt wird, ne? Aber es ist halt einfach Druck in der Ladeluft, deswegen halt Ladedruck. Okay. Wo der Druck herkommt, ist unterm Strich. Penny. Okay, das heißt aktuelle Leistung? Also ich denke mal realistisch mindestens 800 ohne das Lachgas. Mit Lachgas gute 150 mehr. Also ich denke mal bei gutem Wetter, weißt ja, Kompressormotor ist enorm wetterabhängig. Ich denke mal, wenn es richtig gut läuft, wird sie so mit Lachgas knappe 1000 machen. Mhm. Das ist auch noch aktiv und alles, das Lachgas? Ja, ich bin dabei, das auszubauen, weil zeige ich dir gleich ein bisschen was. Soll einfach dauerhaft 1000 haben, ne? Finde ich auch besser. oder besser noch mehr. Wollen wir mal schauen. Also das fliegt alles, man sieht das ja hier, ne? Hier ist so eine Zwischenplatte reingekommen unter den Deckel mit der Verteilerleiste fürs Lachgas, die beiden Magnetventile. Das fliegt aber jetzt erstmal wieder raus.
Hier ist auch Ladeluftkühler drin? Ja, da sitzen zwei Elemente jetzt noch drin. Das ist ja auch das, was ich noch ändere. Hier sitzt ein Ladeluftkühlelement und da. Und die Luft wird vom Kompressor zentral hochgedrückt. Sag ich mal, wird im Deckel umgeleitet durch die Elemente und geht dann runter in die Köpfe. Und hier geht das Wasser rein und raus, dementsprechend genau. Vorne zum Kühler. Genau. Hast du da irgendwie einen Sensor dran, was da so an Wassertemperatur recht schnell... Noch nicht. Ich werde das jetzt machen. Anderer Wasserkühler ist auch schon drin? Ist auch drin, ja. In Alu? Sehr cool. Das heißt, bei dem nächsten Step kannst du den Kompressor aber lassen, weil der kann genug. Nee, der fliegt raus. Komplett anderer Kompressor. Der fliegt raus. Mit der siebten Corvette-Generation, C7, gab es jetzt ja wieder eine ZR1. Mhm. Und die hatte ab Werk dann, je nachdem wie man es rechnet, also 755 PS, glaube ich. Und der Kompressor ist größer. Da hat hier dieser Hersteller Eaton, hat quasi neue Schnecken entwickelt, größer. Und der Kompressor hat halt unglaubliches Potenzial. Ja. Und da gibt es eine Firma in den USA, die hat jetzt, sage ich mal, dieses Kompressorgehäuse genommen und da die großen Rotoren reingesteckt. Mhm. Ja, das Ding, ich sag mal, hat dann richtig, richtig Potenzial. Krass. Ja, hier sieht man auch nochmal feinstes Carbon und Makrolon, ne? Krass. Ja, cool. Ich würde sagen, bevor wir jetzt in das Tuning einsteigen, würde ich lieben gerne mal einmal eine kleine Runde um Block fahren. Ich denke mal, mit den Reifen und so weiter sollten wir es nicht übertreiben, aber so einmal V8 spüren wäre schon Chef. Ja, okay, machen wir. So, man hört auf jeden Fall an der Wand den V8 schön. Muss ich irgendwas beachten oder fährt sich theoretisch wie ein normales Auto? Es fährt sich wie ein normales Auto. Also es ist alles recht hart, hakelig, du musst halt arbeiten mit dem Ding. Ne? Also es ist nicht so, es ist kein Auto zum Cruisen und entspannt fahren. Ja, also du merkst das am Schalten, das ist die Schaltwege sind natürlich kurz, knackig. So, die Sitze sind nicht original, ne? Nein. Aber die haben ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, die haben so Schlauchbootsitze ab Werk, ne? Aha. So fürchterlich amerikanisch aufgeplusterte Dinger. Da ist mit Seiten halt gleich null. Links oder rechts? Fahren wir links. Also man sieht natürlich nach vorne hin, sieht man ja eigentlich nur Kompressor, ne? Ja. Und hat eigentlich keine Ahnung davon, wie lang das Auto noch ist, ne? Also jetzt, wo ich das Auto knapp 5 Jahre habe, einparken, enge Parkplätze sind immer noch scheiße. Glaube ich. Du hast null Übersicht mit dem Teil. Weil man würde jetzt eigentlich denken, das Auto ist da vorbei, aber ja, das geht ja noch einen halben Meter länger, ne? Ja, was halt V8 immer geil ist, ne? Du brauchst eigentlich gar kein Gas geben. Ne? Nee, du kannst auch jetzt im 6. fahren, bei 1100 Umdrehungen. Du kannst einfach einkuppeln, das Ding fährt los. Fertig, ne? Also die Nockenwelle hat diese, ich sag mal, diesen niedrigen Drehzahlbereich ein bisschen kaputt gemacht, so unterhalb von 1500. Aber selbst sonst kannst du mit 60 sechsten Gang durch die Ortschaft, dann hast du so 1100 Umdrehungen, gibst du eigentlich kein Gas und rollst da so durch. Was für Nockenwellen sind das? Eine zentral. Ah, das ist ja noch so ein richtig geiler Stößelstangenmotor. Das heißt, die sitzt unten im Block? Unten im V, im Block drinne. Und es ist eine ordentliche Upgrade-Nockenwelle. Also es hat sich schon gelohnt, die einzubauen. Das ist jetzt, es ist keine richtige Hardcore-Rennnockenwelle, aber die Leerlaufdrehzahl ist jetzt bei knapp 900. Ab Werk dreht die 600 im Stand. Also quasi gar nicht. Das wird natürlich auch ein Grund sein, warum du den Ladedruck gar nicht so weit nach oben musstest, ne? Weil wenn er natürlich komplett Kopf gemacht hat mit Nockenwellen, geht das natürlich wieder runter. Das war mir halt wichtig, ne? Du weißt ja, ich sag mal, aus welchem Bereich wir kommen, möglichst viel Effizienz. So, und viele Amerikaner fahren dasselbe Kompressorrad wie ich, haben aber viel mehr Ladedruck auf der Anzeige, ne? Weil der Motor nicht so effizient ist. Ich sehe, der komplette Tacho ist theoretisch aus USA, ja. So mit PSI, Fahrenheit und so weiter. Ja. Gab es hier auch ein EU-Modell von oder gab es nur die Amerikaner? Nein, gab es auch. Das Problem bei, ich sag mal, ZR1 ist, wenn du bei Mobile reinguckst, findest vielleicht maximal 4 bis 5 Autos. Du hast keine Auswahl. Es gibt insgesamt nur 4000 ungefähr von den Dingen. Also wenig, okay, ja, krass. Also wenn du so ein Ding haben willst, macht es eigentlich Sinn, die in Staaten zu kaufen. Und ich habe die halt in Florida gefunden und dann selber importiert. Aber fährt sonst so von ersten Metern her? So wie ich mir jetzt eine Corvette vorstelle, so ungefähr. Ne? Ja, mal, es fühlt sich so ein bisschen an, als wenn man halt wirklich auf den Rädern hinten fast schon sitzt. Ne? Also man muss das wollen und mögen. Es ist halt relativ anstrengendes Fahren. So. Auch ja, das klar. Auto, logisch, schnell zu bewegen, ist irrsinnig anstrengend und nervenaufreibend. Da gibt es halt viele Autos, die sind ein
Weg fahren. Weil ich habe gerade überlegt, war das jetzt der dritte, weil der wird ja auch ohne Probleme im dritten anfahren. Ja. Ne? Guck mal, wenn ich einen Sprint fahre von 100 auf 200, kann ich den nur im dritten Gang fahren. Krass. Also das Ding läuft im dritten Gang 200. Rechts, ja. Ne? Fahr mal rechts, ja. Wo du sagst Sprint, was warst du damals beim Race 1000 gefahren? Da waren wir Top Speed bei 277. 277, okay. Und was fährt das Ding ungefähr so 0-100, 100-200? Also 0-100 habe ich geschafft in 3-6. Ja. Mit Data Logging und so weiter. Mit frischen Semis-Fixen hinten drauf. Mhm. Und ist klar, ist einfach ein Traktionsproblem. Ja. So ein 100-200 müsste man eigentlich im zweiten und dritten fahren. Ich habe mir angewöhnt, das nur im dritten zu machen, weil dann fährst du ungefähr von knapp 4000 bis knapp 7. Und dann kannst du halt, wenn du mit Data Logging fährst, recht gut Daten sammeln. Ja, ja. Und meine Bestzeit 100 auf 200 waren 4,6. 4,6. Allerdings mit Lachgas. Man sagt ja immer so, die alles unter 5 Sekunden ist schon richtig, richtig, richtig schnell. Das ist natürlich... Ja, und du hast halt weniger als 4000 Umdrehungen, wenn du startest. Also ja. Du fährst gefühlt eine Umdrehzahl Keller. Wenn du das im zweiten machen würdest, dann fliegt es halt richtig. Nur dann reißt ja meistens sogar noch die Traktion ab. Was halt cool ist, guck mal, das war jetzt zweite Gang. Du fährst halt ohne Probleme zweite Gang so 70 km/h und rollst einfach nur so vor dich hin. Ja. Wird sogar... vom Klang her erstaunlich hell oben raus, ja. Ne? Was schon fast so ein bisschen in Richtung V10 eigentlich geht. Die ist also von der gesamten Klangkulisse recht interessant. Also als Fahrer hörst du den Kompressor nicht so stark, aber wirst du zum Beispiel von dem Auto überholt, hörst du erstmal nur den Kompressor schreien, nur den Kompressor und dann irgendwann, wenn du dann halt dran vorbei bist, einfach nur noch den Auspuff-Sound. Das ist schon recht, recht zornig, das Ganze. Du kannst halt wirklich zweite Gang 30, lässt da einfach Kupplung reinfallen, ne? Das Ding fährt einfach, ne? Aber das mag ich halt an diesem Konzept, ne? Also, ich mag das mit viel Hubraum, wenn da ein bisschen Ladedruck dazu kommt. Das Ding hat einfach unglaublich viel Druck aus dem Keller. Selbst wenn du jetzt im vierten fährst oder selbst im fünften und du fährst auf einer Schnellstraße und willst zweispurig nur an jemanden vorbeirollen, du schaltest ja nicht runter, gar nichts. Du lässt einfach ein ganz bisschen kommen und bist sofort vorbei. Wie viele Umdrehungen braucht der Kompressor ungefähr, bis der da ist? Der ist sofort da. Sofort, also auch 1500, 2000 Umdrehungen? Ich bring's nicht ganz auf die Reihe. Ich glaube, bei 2000 Umdrehungen hat der Motor schon 750 Newtonmeter. Oh, krass. Also das Ding ist sofort da. Also ich wäre jetzt schon längst wieder im sechsten. Voll im Begrenzer, weil der zieht ja wirklich einfach bis zum Ende durch, ne? Ja. Ja, aber ich muss sagen, schön. Dann fährst du rechts und dann kannst du gleich wieder links drauf fahren und dann sind wir wieder auf dem Rückweg. Das ist halt ein extrem hohen Unterhaltungswert. Man muss natürlich dazu sagen, dadurch, dass dich von vorne gerade dieser Kompressor so anschreit, hat man nicht so gut im Ohr, wenn der Reifen anfängt zu quietschen. Ne? Nee. Ja, du merkst es halt einfach im Internet, ja. Dass du dann. Aber klar, zweite Gang dreht auf jeden Fall. Das haben wir gerade gemerkt. Ja, und wenn die Semislicks jetzt frisch sind, dann kannst du im zweiten Vollgas fahren. Ja. Das ist halt wirklich krass. Ein bisschen Motor mithören, ne, ist es natürlich mal
vom Gefühl her so sicher, dass ich behaupte mal, wenn wir jetzt eine Viertelstunde fahren würden oder so, dass man schon so Autobahn, dritte, vierte, fünfte das Ding voll, ja, voll durchmassiert halt. Ne? Ja, und die ist auch sonst handlich. Also klar, die geht ruckzuck immer mit dem Heck weg, ja, aber du kriegst die super gutmütig immer wieder gefangen. Also wenn man nicht komplett geistesgestört ist, so, ne? Also mit ein bisschen Vorsicht geht das. Wie ist das bei dem Auto so mit Verschleiß hinterher? Also ich habe es schon übertrieben, jetzt ist quasi das zweite Jahr die Reifen hinten drauf, aber du kannst sagen, eine Saison, Einsatzreifen hinten. Ja. Echt so krass, schrubbelt der. Also ja, das heißt so 5.000 bis 8.000 Kilometer? Ja, kannst du ungefähr sagen, von den Toyo R888. Ne? Wie ist das hier mit Öltemperatur, wenn die hochgeht? Ist da einfach der Ölkühler zu klein? Ist der Kompressor auch mit Öl geschmiert? Geht der Öl durch? Nee, der ist nicht Öl geschmiert. Das Schwierige bei dem Umbau ist jetzt, dass dann der Wärmetauscher für den Ladeluftkühler vor den Wasserkühler gesetzt ist. Also ich habe einfach ein Set gekauft in den USA, was die halt bewerben, was super gut sein soll. Aber das stellt sich natürlich für deutsche, europäische Verhältnisse als nicht perfekt heraus, weil die Amis niemals so lange so schnell fahren, wie wir das können. So, das heißt, der gesamte Kühlkreislauf kriegt jetzt die Wärme von dem Ladeluftsystem auch noch vor die Brust vorne. Deswegen bin ich immer sehr vorsichtig damit. Also du siehst, die wird relativ sehr warm. Ich habe das noch nie ausgereizt, das geht dann auch. Aber ich glaube nicht, dass das Auto jetzt 20 Minuten Vollgas fest wäre. Das würde ich niemals tun. Das heißt so Autobahn am Stück mal so 250 oder 200 so fahren, muss man auch erstmal gucken, wie sich das verhält. Nee, 200 geht. Also wenn wir zum Beispiel Race 1000, da fährst du auf Autobahn, setzt bei 200 ein Tempomat. Und das geht noch ganz entspannt, aber weil da musst du ja noch nicht viel Gas geben. Ja, ja. So, das rollt das Ding ja auch noch. Aber wenn du dann sagst, pass auf, so 250 plus und immer wieder bremsen, rausbeschleunigen, ja, wenn einer davor war, dann merkst du, dass das Kühlsystem ganz schön leidet. Ja. Aber das, also da habe ich auch schon ein paar Ideen. Habe auch schon drunter geguckt wieder. Ich werde das ganz schön krass umbauen, glaube ich, vorne. Auch noch zwei extra Kühler setzen. Der hat ja zwei Nebelscheinwerfer vorne, rechts und links, die rausnehmen und die Öffnung quasi auch nutzen, um da nochmal ein bisschen Luft zu holen, weil die Öffnungsfläche im Auto vorne ist einfach zu klein. Um euch nochmal einmal zu zeigen, wie krass, wie breit das Drehzahlband ist. Wir fahren jetzt 85.500 Umdrehungen, also extrem langer sechster Gang auch, ne? Wenn ihr jetzt bei 85, bei 1500 Drehungen reintretet, fährt das Ding einfach los, ne? Ja. Wahnsinn. Wie ist das so mit Verbrauch bei dem Ding? Fragen immer viele, ich habe keine Ahnung. Also ja, weiß ich nicht. Ich denke mal, man kann sie, wenn du so auf der Autobahn langsam fährst, du kannst die tatsächlich mit 11 bis 12 Litern fahren, wenn du so eine lange Strecke bummelst. Aber wenn man so fährt wie wir jetzt hier, du wirst 20 wirst du immer haben. Echt? Ja, schon. Okay. Ah, die nimmst du schon. Ah ja, hier, wo ich auch gerade auf der Tankanzeige gucke. Ne? Ja, guck. Wir waren mit Viertel losgefahren und jetzt ist hier 30 km/h einfach dritte Gang genommen. Ne? Das ist mir komplett egal. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall danke fürs Fahren. Bitte. Hat Spaß gemacht. Ist schon so, also ich fühle mich schon hier so sicher drin, dass ich auf jeden Fall da auch mal richtig mit am Kabel ziehen würde, keine Frage. Ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt noch mal einmal, dass wir eine Stelle finden, dass ich noch mal im zweiten Gang für euch ein bisschen Gas geben kann. Und dann gucken wir uns noch mal an, was so vor ist. Ja. Ich zeige euch jetzt noch mal einmal im Ansatz, wie viel Power das Ding hat. Erster Gang, man gibt Gas. Dreht einfach nur durch. So, wir werden ein bisschen schneller. Zweiter Gang. Fängt auch an durchzudrehen. Ne? Dritter Gang. Aber jetzt muss ich dazu sagen, man denkt jetzt so, scheiße, das dreht durch. Ne? Aber es beschleunigt dabei ja immer noch krass. Und man darf nicht vergessen, wir reden halt einfach von 6 Liter Heckantrieb, 8 oder
ABS. So, das heißt, die Traktion von dem Ding ist eigentlich schon übel, ne? Ja, ist. So, das heißt, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass hier frische Reifen drauf sind, die auch noch richtig schön warm sind, dann geht das schon selbst in den unteren Gängen nach vorne, ne? Ja. Ja, geil. Ja, ich glaube, jetzt geht es so richtig ins Eingemachte, weil das sieht auf jeden Fall schon mal vielversprechend aus. Kompressor mit Ansaugbrücke in einem Teil, mit Ladeluftkühler und auch andere Köpfe. Ja. Die Köpfe, die drauf sind, sind ja auch gemacht, die sind auch gut. Mhm. Bei denen ist es so, das ist ein ganz neuer Guss mit geänderten Ventilwinkeln und so weiter. Das heißt, da sind noch mal ein paar Prozent drin in den Dingern. Das heißt, wir reden hier wirklich von einem, ich sag jetzt mal, einen Aftermarket-Kopf, ja. Der noch mal einmal komplett bearbeitet wird. Ja. Ist der so aus Amerika hergekommen oder hier den noch einmal komplett? Der ist so, wie er hier liegt, erstmal gekommen. Ich habe ihn aber absichtlich ohne Inhalt bestellt, weil ich definitiv noch so 2-3 Kleinigkeiten dran machen werde und ein bisschen nachmesse und so. Deswegen kaufe ich die Dinger dann lieber so nackt und gucke mir das nochmal alles an, als einen fertigen Kopf und dann einfach blind draufbauen. Das will ich nicht tun. Das heißt, außer Ventilführung so macht er alles neu? Nee, die bleiben drin. Okay. Und was sagst du, das geschulte Auge, Kanalgeometrie? Die sind richtig gut. Sind schon richtig die gut. Sind wirklich also gut. Können was, die Amis mittlerweile. Ja, ja, die sind wirklich richtig brutal, die Köpfe. Krass. Vor allem, was das für ein Durchmesser an Ventilen ist, ne? Der gesamte, da kannst du ja fast hier Hand reinstecken. Der gesamte Übergang hier, Kanal, Sitzring, Brennraum und so, das, ne, ich weiß, wie schwierig das ist und das kriegen die schon richtig gut hin. Auch so, ich weiß nicht, ob man das sieht, die Ventilführung, die steht nicht mehr frei im Kanal, sondern dass die so richtig so davor Nase, und dahinter, ne, einen Anguss hat, ja, der schön gefräst ist, ne? Heftig. Krasses Ding. Okay, geometrisch bedingt wahrscheinlich sind die Einlässe so viereckig, damit man einfach am meisten rauskriegt, ne? Ja, es gibt diese LS-Motoren, was das ja ist, diese LS-Baureihe, gibt es mit diesen rechteckigen und dann so Cathedral Ports nennen die sich, die sind noch schmaler und so ein bisschen spitz oben. Mhm. Aber die sind die sind untereinander kompatibel, man könnte jetzt auch einen anderen Kopf draufstecken, aber die sind vom Flow her einfach nochmal besser. Geil ist halt auch, das ist eigentlich ein Gusskopf, der aber selbst hier nochmal komplett einmal ausgefräst wurde, ne? Ja. Das ist Ölrücklauf, ne? Kurbelwellenraum, sage ich jetzt einfach mal, ne? Sieht natürlich gleich immer nochmal nach 100 PS mehr aus, wenn so ein Ding hier einfach ausgefräst ist, ne? Weil es einfach geil aussieht. Ja. Brennraumform, bisschen wie so ein alter 8-Ventiler, 1,8er Golfmotor so ungefähr, ne? Weißt du, die hatten auch so, ja, so ähnlich, ein bisschen, ja, diese Tropfenform, ja, ne? Okay, krass. Das sieht dann aber so aus, das ist doch theoretisch eher so 2.000-3.000 PS-Liga eigentlich, ne? Aber mit den Köpfen, ja, drei dann vielleicht nicht, ja, vor allem nicht mehr mit dem Block, aber mit den Köpfen kannst du schon 2.000 machen, wenn du, ja, möchtest. Da geht was durch. So, und jetzt haben wir hier komplett Ansaugbrücke, Kompressor, Ladeluftkühler. Ja. Das ist der besagte Kompressor von den neueren Modellen. Genau, das ist im Prinzip das, was alles jetzt so doch mal ins Rollen gebracht hat. Mhm. Können wir den mal so... Wir können erstmal zumindest den Deckel runternehmen. Da kann man mal rein. Welcher natürlich auch aus dem Vollen gefräst ist. Ja, und das, was hier jetzt so hell ist, das habe ich schon wieder nachgefräst. Ah, okay. Da bin ich halt auch noch bei. Nur mal ein bisschen Gewicht rausholen. Das sind halt, nee, hier liegt ja das Ladeluftelement drin, ganz groß auf dieser Kante. Mhm. Das heißt, die Bauhöhe für die Luft zum Strömen hier oberhalb des Kühlelementes ist ultra dünn. Ah, okay. Das fällt ja so ein bisschen keilförmig ab. Das heißt, hier ist kaum Volumen. Mhm. Und dafür habe ich jetzt nochmal angefangen, also auch diese Leistungswerte, die die Amis drücken, drücken die mit diesen Dingern serienmäßig. Mhm. Aber wenn ich mir das angucke, sehe ich halt, da sind noch 5% drin. Mhm. Und deswegen, der ist auch noch bei weitem nicht fertig. Mhm. Okay, das heißt, die Luft kommt hier und hier raus? Nee, das ist die Bypassklappe, die im Teillastbereich geöffnet wird, um quasi den Druck den Druck abzulassen. Die heißt einfach nur, weil der Kompressor über den Riemen immer mit der gleichen Drehzahl, also immer passend zur Motordrehzahl gedreht wird, dementsprechend immer gleich viel Luft rauskommt, muss die irgendwo hin, wenn sie nicht im Motor soll. Genau. Okay. Und hier kommt die Luft raus, aus dem Kompressor eigentlich. Ja, das habe ich halt jetzt zugeklebt hier komplett für die Bearbeitung. Das heißt, wir haben hier einen Schraubenkompressor, der in die Richtung dreht und am Ende die Luft da rein. Ja. Und jetzt muss die Luft von hier aus einmal am Deckel vorbei durch das Ladeluftkühlerelement. Genau, das sitzt ja hier drauf, strömt einmal durch, wird oben umgelenkt, strömt dann ein zweites Mal durch. Mhm. Das ist ab Werk dann auch nicht so. Und das hier ist so,
Das Element ist ein Originalteil. Ab Werk sitzen zwei von den Dingen. Mhm. Eins hier, eins auf der anderen Seite. Das heißt, die Luft geht zentral hoch, strömt einmal durch, geht runter und dann in die Köpfe. Mhm. Und jetzt ist es halt so, das Ding ist halt viermal so groß und das Ding passiert den Kühler halt zweimal. Ja. Und ich denke, dass das schon auch nochmal einen ganz großen Unterschied macht. Und man sieht, Tim schleift selbst hier jeden Millimeter weg. Ja, hier extra viel Volumen drin ist. Der Kompressor, also das Gehäuse wird in den USA für den Cadillac, für diesen CTSV genommen und für die ZR1. Und der CTSV hat einen quadratischen Ladeluftkühler und dafür haben die hier quasi so einen Dichtungskasten mit stehen gelassen, wo so eine große Silikondichtung reinkommt. Das hat aber zur Folge, dass hier so ein riesen Steg stand. Das heißt, die Luft, die ja hier direkt auf den Kühler trifft, die ist gar nicht in den vorderen Bereich richtig reingekommen. Das heißt, der Kühler wird gar nicht über die volle Länge angeströmt. Und jetzt habe ich das erstmal runtergefräst, dass das besser genutzt wird. Und hier kommt eine Adapterplatte dazwischen, nochmal 10 mm höher, um nochmal Bauraum zu schaffen. Ich glaube, interessant bei dem Projekt wäre es auf jeden Fall, dass du dir in diesem Bauraum auf jeden Fall Temperatur und Druck einmal misst. Dass genau, du wirklich davor und dahinter einmal misst, ne? Weil das kann man sich immer so gar nicht vorstellen. Man würde ja wirklich denken, Luft so eng um die Ecke durch den Kühler und so weiter. Ne? Nicht, dass hier drunter auf einmal schon 2 bar sind und dahinter nur noch 1,5 oder so. Ne? Und das interessiert mich, weil die Sachen sind alle auch selbst in den USA so neu, dass da keiner richtig Werte hat oder sie nicht gemessen hat, wie auch immer. Und hier kommen halt noch Anschlüsse überall mit ran, Temperatur vorher, nachher, wie du schon sagst. Ich will auch wissen, dadurch, dass ich den ja auch doppelt durchströme, den neuen Kühler, wie viel Gegendruck macht der denn dann? Ja, krass. Okay. Ich würde sagen, das sind erstmal so die harten Fakten, was an dem Auto alles krass umgebaut wird. Ich würde es mir auf jeden Fall lieb gerne angucken, wenn die Köpfe runter sind, dass man auch mal so den Block sieht und so weiter. Ich würde sagen, da steigen wir im nächsten Video dann wieder ein. Jetzt nochmal, auf was können die Zuschauer sich freuen? Was soll am Ende bei rauskommen? Hoffentlich ein Motor, der nicht kaputt geht, funktioniert. Der Kompressor ist halt deutlich größer, hat mehr Potenzial. Ich will von 0,9 auf ungefähr 1,5 bar gehen. 1,5? Ja. Und das sollen halt so 1000 am Rad werden. Mhm. Gute 1000 am Rad, also 1150 Kurbelwelle ungefähr. Weil man muss immer beim Kompressormotor sagen, dadurch, dass der ja im Krümmer keinen Gegendruck hat, weil kein Turbolader da ist, kann man da schon fast von sprechen, dass die Leistung linear nach oben geht. Ne? Das heißt, wenn er da aus 0,9 1,5 macht, wird das schon... Und das ist schon sportlich. Du hast halt du musst halt trotzdem die Leistung auch hier reinschieben. Da gibt es ein ganz geiles Diagramm, was halt besagt, dass der bei dann oben oberer Drehzahl frisst der eben 100 PS Antriebsleistung. Verlustleistung, Also der frisst sich einfach mal 100 PS schon mal rein. Stimmt, Das musst du eben auch noch abziehen. Da wärst du mit einem Turbolader, wenn ich jetzt bei 22 PSI, was so das Ziel ist, Ladedruck, wenn du dann einen Turbomotor nimmst, der macht mehr Leistung. Mhm. Also da hast du dann 150 auf jeden Fall nochmal on top. Aber der fährt sich nicht so geil. Weil hat der Kompressor, Frage, angenommen du betreibst diesen Kompressor mit 7000 Drehung, Motordrehzahl, ist ja umgerechnet, weiß ich. Macht das einen Unterschied, ob jetzt hier 1,5 bar rauskommt oder 0,8 bar? Hat der bei 1,5 bar mehr Verlustleistung, weil die Schnecken... Du hast da auch ein Verdichterkennfeld, was so richtig inselförmig aussieht, wie bei einem Turbolader mit, weiß ich nicht, in der Mitte 73%. Und je verrückter du da rauswanderst, je mehr Druck, je mehr Drehzahl, dementsprechend wird der Wirkungsgrad natürlich auch schlechter. Interessant. Ja, dann wird das Ganze noch interessanter. Ich würde sagen, alle weiteren Teile, außer du hast jetzt noch irgendwas, was du gerade zeigen möchtest. Ich glaube, das reicht erstmal. Gucken wir uns dann also an, wenn Köpfe runter sind. Und ich bin nicht mehr gespannt, weil das wird ein Alublock sein. Ja. Das heißt, da werden ja auch irgendwelche Buchsen drin sein. Ja. Bei der Leistung würde ich jetzt einfach mal sagen. Ne? Bin gespannt, wie das aussieht. Ja, endlich mal... Ami V8 Power hier auf dem Channel. Danke fürs Zugucken. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Ich freue mich aufs Ergebnis und bis zum nächsten Mal. Ciao.